Hallo, willkommen zu einer neuen Legung. Wir machen Sternzeichenlegung für dich. Jungfrau, ich habe mich jetzt entschieden, für dich hier nochmal zu legen. Was ist denn bei dir momentan los? Welche Energien wollen sich hier aufzeigen? Bei dir stellt sich hier etwas aus deiner Vergangenheit ein, was du hier aufbauen möchtest. Du bist hier in einem Umbruch. Im Berufsleben, so sehe ich das hier, was du praktiziert kommst, ist hier, wenn jetzt hier ein Stillstand war, ja, wo es etwas tot geglaubt, wo hier wirklich nichts weiter ging, hier kommt jetzt wirklich mehr Energie rein. Du bist jetzt in diese Energie hier weiter eifrig dran zu arbeiten, vielmehr auch an deinem Beruf, so sehe ich das hier. Berufsleben ist hier sehr, sehr, sehr wichtig, Jungfrau. Du baust jetzt hier auf, machst hier womöglich auch derzeit Weiterbildung, besuchst Seminare, praktizierst jetzt. Hier wird etwas umgesetzt. Ja, du wirst hier etwas umsetzen. Auf jeden Fall eine sehr gute Mischung hier für dich, Jungfrau. Ja, für deine Ziele. Dir ist jetzt bewusst geworden, du möchtest jetzt hier nach vorne gehen und hier etwas umzusetzen. Du bist hier in einem Lernfokus-Modus, ja, für deine Unabhängigkeit. Vielmehr so sehe ich das hier. Das hier ersichtlich und du bekommst hier auch hier, kommt dir auch entgegen. Wenn du jetzt hier auch Problematiken hast, zum Beispiel aufgrund, kann ja möglich sein, dass manche sich hier nochmal umschulen möchten. Und die haben hier so nicht die Möglichkeit, aufgrund der Kinder, hier macht man dir ein Angebot. Auf jeden Fall, du kriegst hier ein Angebot, das zu vollziehen zu können. Das ist hier ersichtlich, ja, für deine Unabhängigkeit, ja, Königin der Stäbe. Also hier wird sich wieder was aktivieren in deiner Stabilität, ja, in deiner Münzen. Du wirst hier auch sehr fleißig arbeiten. Du bist eh so ein fleißiger Mensch. Manchmal zu sehr zu analytisch auch und zu strukturiert. Was heißt zu strukturiert? Aber Struktur ist dir ja natürlich sehr wichtig. Das brauchst du auch für dich hier, dich gut zu erden. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig für dich. Das ist hier so aktiv, ja. Damit du hier eine Stabilität hast, ja. Manchmal allerdings bist du auch alle ein bisschen zu knauserig. Das zeigt das Tarot auch. Ja? Also du gibst nicht so, überlegst lieber dreimal, bevor du deine Münzen ausgeben tust. Ja? Obwohl du auch sehr großzügig bist. Du gibst schon gerne. Ne? Geben und Nehmen ist hier. Du bekommst hier definitiv Hilfe. Investitionen kommen jetzt. Du wirst hier etwas investieren, aber hier sehe ich hier, bezüglich deiner Wünsche, das wird sich hier auch gut ausbalancieren. Wenn du dir hier was vorgenommen hast, du bist hier sehr inspirierend auch und du kommst wieder in dein Gleichgewicht. Also finanziell kommst du wirklich wieder in dein Gleichgewicht. Jungfrau, das wird sich hier gut meistern. Ja, das ist hier ersichtlich. Ja, ganz schnell hier, du schließt hier sozusagen, hier kommt Bewegung rein, auch für dich selber. Eine harmonische Zeit. Bei manchen sehe ich das hier, ihr solltet euch mal ein bisschen Urlaub wieder gönnen. Manche Jungfrauen, so sehe ich, das braucht ein bisschen Urlaub. Wirst du hier auch machen, eine Entspannungsreise, eine Erholungsreise, dass du wieder zur Besinnung kommst. Also hier passiert plötzlicher Gewinn auch, ja, mit dem du nicht rechnen tust. Die Dinge verändern sich für dich. Die Gunst der Stunde solltest du hier auch nutzen, jetzt zuzuschlagen und hier aufzubauen. Auf jeden Fall hast du hier Glück und Gewinn. Das ist hier ersichtlich. Investitionen würden sich jetzt hier auch in deinem Beruf definitiv. Du kriegst hier auch Nachrichten, so sehe ich das hier. Ja, du kriegst hier Nachrichten. Bei manchen sehe ich das hier wirklich, die kriegen hier Nachrichten aus dem Beruf ganz plötzlich. Und man kommt hier zu Hilfe, ja. Manche natürlich werden irgendwas mit Heilwesen, so sehe ich das. Und jedenfalls wird sich das hier gut ausgleichen. Du kommst wieder in deine Balance, die Dinge werden sich gut mischen und du kriegst das hier auch wieder alles im Griff. Auch mit deinen Kindern, ja, vom Zeitmanagement, das ist hier ersichtlich, Jungfrau. Bei manchen ist es so vom Folge, dass sie hier durch dieses Zeitmanagement manchmal ein bisschen Problematiken hat. Wusstest du nicht, wie du das managen, aber hier kriegst du das hin. Und manche werden hier dran arbeiten,
in Bezug auf Selbstständigkeit. Ja, du möchtest dir hier was Eigenes aufbauen oder du entschließt dich jetzt gerade dafür, dich selbstständig zu machen und es hat hier wirklich auch, du arbeitest schon lange und hast irgendwie so nicht die richtige Mischung gefunden, aber jetzt hast du für dich erkannt, weißt du, wie du vorgehen kannst. Ja, das wird sich ganz plötzlich bei dir schnell entwickeln, junge Frau. Das ist hier ersichtlich, ne? Du hast dafür gekämpft und du zeigst jetzt sozusagen, was dir wichtig ist. Ja, du wirst hier auch vielerlei Sachen aussortieren, die dir in den Weg gestanden haben und du kommst wieder zu einer Harmonisierung. Ja, es kommt wirklich, dass du dich hier neu arrangierst. Jungs, eine Heilungskraft habe ich auch für dich. Die Dinge werden sich heilen. Du bekommst deine Clarity. Viel mehr auch, ja, in Bezug auf, ja, dein Zweiteinkommen. Ja, du hast hier mehrere Möglichkeiten, bis du hier eine feste Basis arbeiten tust. Ja, da war hier ein Stillstand. Da war hier ein Stillstand. Okay. Wird sich verändern bei dir. So. Ja. Du gehst hier als Sieger raus. Also besser kann es nicht sein, Jungfrau. Du gehst hier als Sieger raus und hier kommt ein Neuanfang. Also der Erfolg ist hier definitiv sicher. Dir wird hier auch bewusst, dass du hier wirklich ja, mehr Lebensqualität auch reinkriegst für dich. Es kommt hier mehr Lebensqualität rein. Du gehst hier als Sieger raus und die Sache wird hier auch gelingen. Jungfrau, ich weiß ja nicht, deine Verhältnisse momentan, egal in welcher Position jetzt ist, deine Thematik, das wird sich hier schnell verändern. Man kommt hier zur Unterstützung und du kriegst hier sozusagen deinen Gewinn. Ja, du kriegst hier deinen Gewinn. Die Dinge mischen sich neu für dich. Ja, es entwickelt sich hier viel für dich. Das ist ersichtlich. Ja. That's it, Jungfrau. Dann wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und ja, passt auf euch auf. Ciao, ciao.